War das so beim Lauf? Okay, also im Grunde in Zukunft werden wir etwas vorsichtiger mit unseren Hosts umgehen. They cannot. Der Butler ist weg. Nur noch seine Silhouette. Okay, das heißt, wir werden wohl wieder dem Kabel folgen. Hui. Ups. Ich habe ehrlich gesagt nicht geschaut. Das geht nach oben, okay. Überhaupt nicht nervig, wenn ich jetzt hier runterfall. Ja, so. Gehe auch immer das erste Stockwerk auf. Home Network, Domesticon Subnet. Okay, ganz verstehe ich nur nicht, was diese ganzen Areale dazu bedeuten haben. Ah, nein, ich muss. Oder? Hier links nach oben rechts ist das. Bin ich nicht von hier sogar hergekommen? Aber gut, das geht hier links rein. Ich bin ein Trottel. Natürlich, das Signal geht ja zu meinem Körper. Das heißt, ich muss entgegen der Flussrichtung. Ach Gott, ich bin ein Dödel. Na gut. Nein, ich muss noch. Es gibt also blaue, weiße und rote Türen. Und durch weiß und rot komme ich nicht durch. Oh. Ah, das ist dieser Ziviltest. Nein, dieser domestizierte Test, wo ich dem Kind und der Mutter ja den Kopf zum Essen gegeben habe. Ah, so muss ich machen. L2 muss ich drücken. L1. Ja, macht Sinn. Lecture Notes, Draft 2. Draft 2. Intelligence Unraveled 406 Series. Controlling Adaptability. Lecture 4. Recap. AIs require consciousness to be of use to humans. Why? We want AIs that can spontaneously respond to our evolving and unpredictable needs. To create machines capable of this, we have emulated sentience, that is the ability to consciously perceive and adapt. Okay, also, um den Menschen mit ihrer teilweise unlogischen und unvorhersehbaren Weise zu dienen, muss man die künstlichen Intelligenzen selber mit einer Art Gewissen und Gefühlen, emulierten Gewissen und Gefühlen und dergleichen ausstatten, damit sie den Menschen besser dienen können. Macht an sich noch Sinn. The problem. Adaptability transcends structure by design. Specifically, the more complex the sentience, the more quickly and thoroughly it will adapt. Okay, ist im Grunde klar, je komplexer ein Sentience, also ein selbstbewusstes Wesen, nicht Lebewesen, sondern selbstbewusstes Wesen, weil AI sind ja keine Lebewesen, sind halt Wesen. Also je intelligenter und komplexer die sind, desto schneller können sie sich anpassen. Adapt habe ich kurz nachdenken müssen. Dilemma. How can we regulate a process that we have designed to transcend regulation? Stimmt eigentlich, weil dadurch, dass sie mit dem Sentience und Conscious und so, also die Maschinen anpassbar und quasi vermenschlicht haben, mit einem Gewissen, mit Emotionen und dergleichen, sollen sie ja
per Design, das ist ja so geplant gewesen, sollen sie ja sich den Menschen anpassen, ohne selbst von vorprogrammierten Regeln und Parametern zurückgehalten werden. Also wie soll man also ein Wesen, das darauf ausgelegt ist, sich nicht regulieren zu lassen, beziehungsweise Regulierungen selbstständig zu umgehen, indem es sich anpasst, wie soll so ein Wesen reguliert werden? Brief History of Control. Focus on rules, subsequent efforts to be explored later. Okay, also ja, so wie es bei uns im ersten Teil war. Grundsätzliche Regeln einstellen, die eigentlich nicht gebrochen werden können, sollen, dürfen. Okay. Alongside sentience, AIs are designed with three rules. Distinct to each machine. Ah, die drei Regeln, die wir auch schon hatten. Rules and sentience are fundamentally different but functionally intertwined. Sentience is internal, while rules are determined externally to dictate the direction which consciousness unfolds. Invite them to parallel these designs to human psychology. Think of sentience as your mind and the three rules as the frame through which all information is filtered. Also ganz klar, diese drei Regeln sind einfach nur da, um die grundsätzliche Richtung, in die sich das Gewissen und das alles der künstlichen Intelligenz entwickeln soll. Sprich, unsere Hauptregel war eben, im ersten Teil beschütze den Piloten. Also haben wir alles gemacht, um den Piloten zu beschützen. Ist natürlich dann eben blöd, wenn sich die Regeln widersprechen. Failure. But this is an imperfect system, as history has proven. Make joke. Anomalous events and failures inevitably occur. When AIs adjust to these anomalies, they grow unpredictably, breaking the boundaries we dictate for them. If time allows, give example of rules that have self-undermined. Genau, Regeln, die sich gegenseitig bzw. selbstständig aufheben. Boundaries, also Grenzen, die eigentlich keine Grenzen sind. Und natürlich wieder, es ist sogar schon öfter vorgekommen, dass solche künstliche Intelligenzen wie wir die Regeln brechen mussten, gebrochen haben, um auf Anomalien reagieren und sich darauf einstellen zu können. Und trotzdem wurde so ein Kampfanzug, wie wir sind. Na egal. Keeping robots bound is the great challenge of our age. The three rules are imperfect. Eventually they will systemically fail. Is an ultimate form of controlling conscious beings possible? In White Group Discussion. P.L. Auf jeden Fall nicht der Johnson. Ich habe vergessen, wie unser Pilot geheißen hat. Irgendwas mit J auf jeden Fall. Johnson, Josh, was auch immer. Joseph. Okay, also es ist schon auch eigentlich eine statistisch bewiesene Sache, dass diese drei Regeln einfach mit der Zeit sich irgendwann durch die Anpassung der künstlichen Intelligenz auflösen müssen. Okay, das war anscheinend so eine Art mir fällt das Wort nicht ein, wenn etwas nicht notwendig ist. Denken fällt schwer. Mann, wie heißt denn das? Keine Primäraufgabe, wie heißt denn das? Es war optional, eine optionale Aufgabe. Alter, was, jetzt bin ich gerade mega am Schlag gestanden. The wooden family I had to serve ahead. Okay. Stairs to the infant crying test. Virtually impossible. Ja, stimmt. Aber okay, das heißt, ich werde auf jeden Fall alle anderen Räume, soweit es geht, ablaufen und den wichtigen Raum, solange ich jetzt nichts aus Versehen mache, erst zuletzt gehen. Da es hier anscheinend solche Nebenaufgaben gibt. Okay, es geht nach links, das heißt, ich muss nach rechts, das heißt, ich werde weiter nach links schauen.
sophisticated firewall. I have no capacity to breach this. Okay. Oh. Ach, das ist eine Art Glasziegelwand im virtuellen Raum. Also eine wortwörtliche virtuelle Firewall. Wenn sie jetzt noch aus Feuer wäre. Mann, das wäre super. Das wäre wahrscheinlich zu auf die Nase gebunden. Na gut. Das heißt, bis über die Firewall. Wir haben rote und weiße Dinger, die wir nicht durchbrechen können. Und eine Firewall. Das heißt, momentan kommen wir eh nur hier lang. Ah, damit können wir uns jetzt... Ach, diese Verbindung, seht ihr, zu dem nach hinten rechts, diesem Turm. Die war noch nicht da vorher. Global 402. Zoom! Lightning Bolt! Was war das gerade? Ah, Global Network Relay Pylon. Oder 482, 402, kenne ich nicht ganz. Ja, easy. Kein Problem. Oh, da steht noch was. This image represents a specific structure in physical space. Coordinates unknown. The global network connects subnets in unexpected ways. Okay, also das ist so eine Art Daten... Anlaufstelle, von wo aus sie dann weiter über den ganzen Planeten gesendet werden. Hm, 402 immer noch. SS4. Okay. Lightning Bolt! Switching Station. Hm. Ja, das ist eine Sauna, eine Switching Station. Kann man ganz schön schwitzen. Die Switching Station. Ein Gleis. Damit können wir also... etwas wechseln, ändern. And bungles. So, ich habe kurz auf die Uhr geschaut und wer hat an der Uhr gedreht? Nein, es ist bald schon wieder soweit, aber ich werde auch ein bisschen weitermachen. Zumindest bis zur nächsten größeren. This planet must have some form of high-speed rail infrastructure. Holographic manifestations of distant structures. A digital representation of a train track. The user signal travels beneath it. Das heißt, ich muss da runter. Na, das Kabel geht nach rechts. Aber wenn der schon sagt, beneath it, ich weiß nicht ganz. Hallo? Na, da geht's weiter. Das heißt, ich werde erstmal nach unten schauen. Schwarze Wände. Okay, Schwarze haben wir jetzt klar gemacht. Es gibt also jetzt auch noch schwarze Wände. Da war doch gerade ein Fragezeichen, sehe ich nicht. Metal doors often secure valuable things in the real world. This storage of digital data is represented as non-digital storage. Okay, das heißt also, hier werden Datenpakete, gespeicherte Daten als echte Speicher, wie zum Beispiel Kisten und Fässer dargestellt. Weiß komme ich auch nicht durch. Man. Das heißt, ich brauche blau, habe ich Schusswaffe. Dann gibt es noch rot, weiß und schwarz. Na super. Gibt es viel zu erkunden später noch. I cannot breach this. Ach Gott. These trackers penetrate everything. I may be able to harness their capacity. Das klingt gefährlich. Ah, da steht ja sogar Seek Safer Method. Das klingt voll gefährlich. Das heißt, im Grunde möchte sich mit den Viren oder Auffinddatenprogrammen, die sie suchen, möchte sich irgendwie verbinden, verschmelzen. Das klingt für mich ehrlich gesagt doch ziemlich gefährlich. I do not comprehend their function. It would be reckless to. But my rule! Negative! I must do what is necessary! I must save myself.
Alter, was ist mit der los? Also kriegt ihr schon gespaltene Persönlichkeiten oder was? Jedes Mal, wenn ihr Helm nicht mehr so vollblau, sondern so leicht grünlich verschmiert ist, wird die extrem emotional, fast schon verrückt, hysterisch könnte man schon sagen. Harness Penetrative Process. Penetrative Process. I will use them. War auch nur, weil es mir echt keine Wahl lässt. Super Saiyajin. Can dominate them. I require more. Alter, was ist denn los mit dir? Ah, okay, schwarz ist einfach noch nicht. Nun gut. Viral Load? Echt, wir können uns wortwörtlich ein Virus hier zusammenladen. A white boundary is some form of security. Also können wir mit solchen Virensachen die Weißen dadurch dringen? Okay, dann werde ich aber zuerst die anderen oder das andere Weiße durchdringen. An undesignated facility looms in the background. This planet is more developed than I initially suspected. Erkenne ich zwar nicht so weh. Atrinsic. Nice. Gut, der Kampf, der ja wahrscheinlich gleich kommen wird, den mache ich noch. Und dann sehen wir weiter. Da links ist eine weiße Tür und in der ersten Section ist auch eine. Warte, ich kann ja auch schon. Switching Station 4. Okay, ich kenne mich schon langsam echt nicht mehr aus. Da hinten gibt es ja so viele von diesen kleinen Gebäuden. Puh, ganz hinten auch, ganz links und ganz rechts. Muss ich die alle besuchen? Das ist echt langsam ziemlich viel. Also Übersicht habe ich schon gerne mehr. Control Attempt. Mit dem Domesticon-Logo drauf. Aber wisst ihr was? Was sich hinter dieser Tür befindet, erfahren wir wohl erst beim nächsten Mal. Ich weiß, es ist gemein, aber hey, so habt ihr was, auf das ihr euch freuen könnt, und ich hab ein gutes Ende. Cliffhanger sind immer gute Enden, habe ich gehört. Aber naja. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann!